das Wort Validation ist bewusst gewählt worden, weil das heißt, dass man davon ausgeht, dass diese alten Menschen einzigartig sind, weise sind und so weiter und dass wir aktiv, um mit ihnen, um sie in ihrer Welt abholen zu können, müssen wir eine bestimmte Haltung einnehmen. Es ist eben nicht einfach nur damit getan, dass man sagt, der ist jetzt desorientiert, der ist jetzt dement, sondern es ist auch so, dass wir ein bestimmtes Bild brauchen, um diesen Menschen mit Wertschätzung begegnen zu können. Validation bedeutet, wir erklären bewusst dieses Verhalten eines Menschen, egal wie auch immer er es meint, dieses Verhalten erklären wir für gültig. Wir sagen, der kann nicht anders, er hat seine Gründe und daher ist es notwendig, dass wir mit dieser Haltung auf ihn zugehen, um ihm zu sagen, hey, ich bin da, Sie sind da, wenn wir miteinander kommunizieren wollen, weil man kann ja nicht kommunizieren, dann können wir versuchen, quasi die andere Person dort abzuholen, wo sie gerade ist. Wir wissen natürlich nicht, wo sie ist, weil Menschen in ihrer Desorientierung, die wandern oft in ihren Lebenszeiten herum oder die beschuldigen jemanden anderen für etwas, was sie vielleicht vermissen oder so. Also da gibt es natürlich auch Erklärungen, aber das Verhalten dieser Menschen ist für uns eine Art Leitfaden und wir erklären das Verhalten für gültig. Also ich weiß nicht, Joshi geht mit. Was sagst du, ne? Ja, sie geht jetzt auch heim. Und ich sage, ja, du bist ja noch daheim. Nein, da bin ich nicht daheim. Da sind wir beim Frühstückstisch gesessen. Dann hat sie angefangen, ihr Brot mit dem Löffel zu essen, die Marmelade im Kaffee. Und dann ist sie so gesessen. Und dann habe ich gedacht, irgendwas passt nicht. Und dann so wie du, wie geht's da denn? Hast gut geschlafen und so. Und dann habe ich gemerkt, sie wird so feurig. Und da haben sie dann angefangen zum Weinen. Und dann gesagt, du, was ist denn los? Schau mal, was ist denn, was hast denn? Ja, sie kennt sich nicht aus, sie weiß nicht, was los ist. Sag du mir, was soll ich denn machen? Was soll ich denn tun? Sie kennt sich nicht aus. Dann kommen natürlich die Probleme, wenn man merkt, wie der Partner so nach und nach bestimmte Fähigkeiten nicht mehr ausüben kann. Und dann gibt es erstmal Diskussionen. Er ist auch so, dass er, wenn etwas dann nicht nur seinen Kopf geht, er eher aggressiv reagiert. Mein Hauptproblem ist, dass sie lässt sich nicht waschen, sie will sich nicht waschen. Wasch braucht man nicht. Wasser schädigt die Haut. Also es ist ihre Ausrede. Waschen ist ein Tabuthema. Gibt's nicht. Boden aufwischen ist ein Tabuthema. Betten überziehen. Alles, was mit Reinigkeit, mit Sauberkeit zu tun hat, darf ich nicht machen. Ich kann alles machen, wenn sie außer Haus ist. Wenn sie daneben ist, darf ich mir nicht das Teesackel runterfalten, dann wischt sie mit dem Fuß drüber. Das ist eh schon sauber. Und das Teesackel kann nicht in die Mistkübel. Und wenn ich einen Fetzen nehme und aufwischen will, wo mischt sie wieder um? Und es wird geschimpft. Und wenn man dann selbst irgendwelche Probleme hat, das ist gesundheitlicher Natur, dann fällt es oft sehr schwer, Geduld zu zeigen, Ruhe auszustrahlen, nicht sich irgendwie reizen zu lassen. Ja. Und wie gesagt, der Grund, warum ich eigentlich da bin, ist zu hören, gehe ich mit meiner Frau richtig um, wenn sie zum Beispiel als heiterer Himmel sagt, du, ich möchte rausgehen. Und das irgendwie, sie ist zu Hause, sagt sie, mein eigenes Haus. Mhm. Und ich soll damit umgehen. Wie gehe ich damit um? Sollte man so an Betreffenden vielleicht Grenzen zeigen, ich sage mal, nicht im entsprechenden Rahmen, oder muss man den Betreffenden eigentlich in seiner Welt lassen? Und der spricht fast nichts mehr. Wenn ich was frage, ja, nein, oder ich muss aufs Klo, Fernseher eventuell lauter, genau. Ihr hört schon ein bisschen schlechter, aber das geht noch, aber jetzt ist es mit dem Sehen ein großes Problem. Er liest nichts mehr, er war vorher leer, also das ist alles weg. Mhm. Und ich bin sehr einsam. Mhm. Ja. Ja, was ich erinnere, was mir immer wieder auffällt, also wirklich klassisch,
dass sie wirklich alles einpackt von serviert. Ja, ich weiß, was ich weiß, ganz Chibab-Chi-Chi und alles aufzuhängen oder so. Was sagst du, was hast du damit? Brauche ich, kann ich ja brauchen. Sie hortet, und sie sagen, das Essen, es wird alles eingepackt, von der Tagesstätte nimmt sie mit, die Taschen ist oft so liegen vom Platz, dann geht das. Beim Essen, sie müsste normal das wegessen, dann schaut sie, wenn vom Platz noch weg ist, oder die Betreuerin, hat schnell das Schnitzel rein in die Taschen und die Beilage, die Suppe isst sie und zu Hause packt sie dann aus. Und ich sage, hast du schon wieder mitgenommen? Oh, und dann geht's los. Du verwohnst mir nichts, ich muss hungern, ich habe keine Ausnahme, ich habe nichts. Es ist den ganzen Tag von in der Früh bis am Abend eigentlich, ich mache nichts recht. Ja. Sie macht alles richtig. Besuche hat er nicht mehr so gern, heute geht morgen überhaupt nicht. Meine Mutter ist sehr aktiv noch, sie kann gehen, sie ist schlank, sie ist sportlich, was ja auch vielleicht manchmal ein Nachteil ist, weil wenn sie sagt, sie geht nach Hause, dann geht sie. Dann geht's weg. Man kann sie nicht mehr halten. Mhm. Ich persönlich habe immer ein bisschen dieses im Hintergrund, es könnte durch ein Fehlverhalten oder durch eine falsche Antwort die Demenz vielleicht verschlechtert werden oder ihn noch rascher in den nächsten Bereich bringen. Und das möchte ich auf keinen Fall. Ja. Ja. Es ist wichtig zu wissen, dass die Validation eine Methode ist, eine Kommunikationsmethode, um mit Menschen in Kontakt zu kommen und mit ihnen in Kontakt zu bleiben. Und es gibt eine Theorie, die Naomi Feil eben einfach aus ihren gesamten Erfahrungen heraus entwickelt hat, also in der Praxis, dass sie eben sagt, es ist nicht immer nur alles gehirnpathologisch bei den Menschen im hohen Alter oder im Alter, sondern oftmals sind es auch Bedürfnisse, die nicht erfüllt sind, es sind Konflikte, Krisen, Dinge, die noch nicht ganz verarbeitet sind aus dem Leben, und diese Dinge wollen ganz einfach ausgedrückt werden. Das heißt, es gibt eine gewisse Art von Druck, der dort entsteht über ein Leben lang oder ganz einfach über bestimmte Situationen, und die Filter sind weg sozusagen. Das heißt, die Leute lassen ihre Gefühle, ihren Gefühlen ungefiltert und unkontrolliert einfach Lauf. Sie haben diese Hemmschwellen nicht mehr, die wir uns aber oft so wünschen. Die werden uns antrainiert, wir trainieren sie uns selber an im Leben, die ganzen Sozialverhalten, die wir haben, die brechen dann einfach weg. Menschen, die also hier irgendwo merken oder vielleicht auch nicht merken, aber also einfach sich verändern, die sie vielleicht auch haben, die sind in einer anderen Situation und das leben sie. Ja? Das leben sie. Wir wissen nicht, wo sie sich genau befinden, aber sicher mehr in einer emotionalen Situation als mit der reinen Logik. Also validieren heißt etwas oder jemanden für gültig erklären, also für gültig lassen dort, wo er sich oder sie sich gerade befindet. Das heißt also, diese Welten, die Sie da alle beschrieben haben, also teilweise also diese Verwirrtheitswelten oder die Welten in der Vergangenheit, wo Leute plötzlich sagen, ich gehe jetzt nach Hause, obwohl von unserer Sicht aus das ihr Zuhause ist, ja, und wir verstehen das oft auch gar nicht, wo wollen die denn dann hin, wenn sie sagen, sie wollen nach Hause, und es hilft halt keine Erklärung, dass wir sagen, gut, das ist dein Zuhause hier, sie können es einfach nicht annehmen. Sie sind in einer anderen Welt, in einer ganz besonderen. Aber Fakt ist, es gibt einen Grund hinter einem Verhalten. Das ist eines der Prinzipien in der Validation. Und wir versuchen es auf der einen Seite besser zu verstehen, wieso sich die Menschen so verhalten. Und andererseits auch versuchen wir empathisch, also mit sehr viel Einfühlungsvermögen und Respekt auf das Verhalten einzugehen. Wir versuchen dieses Verhalten nicht zu beurteilen, ob es gut, ob es schlecht ist oder was. Und das erfordert natürlich eine unheimlich gar nicht so leicht zu kriegende Haltung, nämlich einfach dieses Einfühlsamsein. Glaubt man ja immer, dass das so einfach ist. Empathie ist ein Hype-Wort mittlerweile, aber wenn man beschimpft wird, wenn man beschuldigt wird, wenn man irgendwie auch in seiner eigenen Tätigkeit, die man da jeden Tag macht, wo man sich jeden Tag bemüht, und dann wird man auch noch irgendwie angegriffen, dann hört sich über irgendwann diese Empathie auf. Ja? Also, oder man schafft es auch nicht mehr, ganz einfach auf etwas einzugehen, wo man selber gerade sehr getroffen ist, sagen wir so. Wenn zum Beispiel Sie als Tochter jetzt sagen, Sie sind der Buhmann, ja, dann sind Sie stellvertretend für
nichts funktioniert mehr in meinem Leben, ich kann nichts mehr bestimmen, es läuft mir alles davon, ich bin alt, ich bin traurig oder irgendwas, was aber nicht so gesagt wird, sondern sie sind Stellvertreterin, die das jetzt abkriegt, was ihre Mutter emotional nicht schafft zu verarbeiten. Ja? Und wenn wir das uns bedenken, dann können wir zumindest sagen, okay, ziehe ich mal den Stiefel von meiner Mutter an oder lerne ich es zum Beispiel, mich zu zentrieren und zu sagen, aha, jetzt kommt wieder das, dass sie mir das überschüttet. Ja, der Zickel schon am Morgen zu, da wird schon so... Ja, verstehen Sie, aber das ist zum Beispiel etwas, was möglicherweise helfen kann, wenn Sie das jetzt hören, ja. Dass Sie das nicht versuchen, nicht persönlich zu nehmen. Ihre Mutter kann nicht anders. Der Druck, der in Ihrer Mutter entsteht, einfach durch das, weil sie nicht mehr das leisten kann, die Fähigkeit hat. Ja? Und dieser ganze Druck sammelt sich. Und Sie holen sie ab. Sie sind freundlich, Sie sind liebevoll, Sie sind froh, dass sie jetzt gut gegangen ist. Ja? Und baff! Und dann entladet sich das. Und je besser Sie verstehen, dass Sie auch so eine Art Entladung und dadurch Aufladestation sind, das hört sich ein bisschen komisch an, aber das heißt, Sie sind auch Vertrauensträgerin. Ja? Also das heißt, es verfälscht sich nur in der Wahrnehmung, weil wir wünschen uns so sehr, dass der andere sieht, was ich da alles mache und wie es mir eigentlich geht. Und es passiert erst vielleicht dann am Abend, wenn Sie das Ganze durchgehalten haben, sich das Ganze über sich ergehen lassen haben, dann weiß auch Ihre Mutter, okay, und jetzt kommt sie zur Ruhe. Ihr Druck ist offensichtlich wahrscheinlich relativ in niedrige Position gegangen. Gut, ja. Und dann kann sie zum Beispiel zu Ihnen sagen, wie froh sie ist, dass Sie da sind und so weiter. Und das sind halt dann die Momente, wo ich denke, wenn man die dann nehmen kann und sagen kann, okay, eigentlich ist es das, ja, worauf wir uns stützen sollen, dann geht es vielleicht ein bisschen leichter. Und das, was Sie meinen mit dem Schutzmantel, heißt ja auch, ich lasse da nichts rein. Und beim Zentrieren heißt es aber so, also das bedeutet, dass wir uns sozusagen frei machen von den Gefühlen, die ich sonst so mit habe, die mich belasten, also die ich als Wertung oder als Urteil der Person gegenüber habe. Oder eine Idee, ja? Nicht immer nur Gefühle. Ich denke, viele Angehörigen oder auch Pflegemitarbeiter berichten einfach, und da gehe ich in das Zimmer und denke mir, das wird wieder was werden. Wow, wie wird die heute wieder sein? Oder was auch immer. Ja? Oder was, in der Früh geht das schon los. Ja? Das heißt, wir sind ja oft besetzt von bestimmten Ideen, Gefühlen und so weiter. Und Sie müssen sich vorstellen, so gehe ich in das Zimmer oder so begegne ich jetzt der Person. Und wenn ich mich frei mache davon, dann heißt das, ich atme durch, ja? Also richtig so tief einatmen und mir wirklich, ich glaube, es geht so viel mehr darum, bewusst zu sein, dass ich das für diesen Moment der Begegnung draußen lasse. Das ist ein neuer Moment. Das ist auch wichtig. Den verwende ich, bis es alles wird gut und liebes Universum. Das ist der Teil, damit ich ruhig werde. Das heißt, diese Art von Zentrieren. Ja, gut. Ich gehe jetzt davon aus, dass wir einfach, wenn wir durchatmen, ja, also in so eine Art Kraftquelle einfach kommen und sagen, wir werden relativ stabil, ja, also einfach um bei sich bleiben zu können, das ist die eine Seite, aber diese überschüssigen Gefühle, Ideen, Gedanken, die lasse ich für den Moment draußen. Und dann bin ich eigentlich frei für das, was auf mich zukommt. Oder ich nehme den anderen sehr viel anders wahr. Und es ist die Vorbereitung für Empathie, für Einfühlungsvermögen. Und wenn ich das mal gelernt habe, und das gehört geübt, das geht nicht von heute auf morgen, sondern das muss man üben. Und dann fange ich an, nicht mehr so den Moment zu bewerten oder zu beurteilen. Und dann sehe ich zum Beispiel auch, wie ist die Person jetzt? Ja, weil wenn ich so belastet bin, ja, und wenn ich so auf jemanden zugehe und denke, boah, das schaut halt wieder und das wird wieder was oder keine Ahnung, ja, dann ist es vielleicht so, dass ich in einem Abstand stehen bleibe, weil ich gar nicht näher kommen will, weil ich gerade ein unangenehmes Gefühl habe. Jetzt ist es aber vielleicht eine Person, die vielleicht gerade recht viel Nähe braucht, ja? Also die sich da gerade irgendwie wirklich berühren sollten eigentlich. Und ich kriege das aber gar nicht so mit, ja? Weil ich ja vielleicht mit meinen eigenen Gefühlen beschäftigt bin. Und zentrieren heißt, ich komme sozusagen in mein Zentrum, das ist das eine, aber die Gedanken und Gefühle, die ich da in dem Moment habe, die bleiben für den Moment draußen. Und es ist, wie Maria sagt, immer ein neuer Moment. Und was auch wesentlich ist,
dass in dem Moment ich reagieren kann auf das, was die Person braucht. Und wenn es aber jetzt ist, dass jemand mich gerade beschuldigt oder gerade irgendwie auf mich böse ist oder so, und ich mir denke, jetzt bin ich gerade zu lieb gewesen oder so, dann ist es oft so, dass wir möchten das so gerne beruhigen. Und dann gehen wir hin oder wollen hingehen und sagen, na komm jetzt, ja, das passt schon oder keine Ahnung, oder jetzt beruhig dich. Na, aber es kommt ja noch dazu, dass wir dann eigentlich nicht mehr in der Situation sind, sondern unseren eigenen Gefühlen nachgehen. Und das ist, finde ich, auch so wichtig, dass man eben lernen kann, Schritt für Schritt sozusagen jemanden zu begleiten. Und wenn ich merke, jetzt kommt ein eigenes Empfinden hoch oder ich ärgere mich oder so, dann ist die Möglichkeit, wieder tief durchzuatmen, das wahrzunehmen, zu sagen, okay, das bearbeite ich später. Und das ist genau das, was du sagst mit Übung. Und wenn es mir gelingt zu sagen, ah, jetzt merke ich mein eigenes Gefühl, kommt später, dann kann ich mich wieder bewusst der Situation zuwenden. Ja? Und der andere bekommt mit, dass wir an uns arbeiten. Ja, ja, weil es echt und ehrlich wird. Genau, ja. Genau. Und das heißt also, diese Begleitung in die Welt des anderen ist immer so ein Schritt um den nächsten, und hilfreich dazu sind eben dann auch Theorien, die Empathie und so, wie baue ich das auf, und dann natürlich auch die Techniken, aber da kommst du eh noch dazu. Ich habe eine Dame, oder die Dame, die auf dem Buchcover drauf ist, diese Frau Anni, die, nur kurz als Beispiel, die hat zum Beispiel, die saß zu Hause in ihrer, sie war 90 Jahre, wie ich sie kennengelernt habe, 4 Jahre habe ich sie zu Hause begleitet auch und den Sohn unterstützt, und sie hat irgendwann angefangen zu sagen, sie geht nach Hause. Und der Sohn hat zu ihr dann immer gesagt, na, du bist doch da zu Hause, Mama, das ist doch dein Zuhause, du lebst ja da. Und das seit 40 Jahren. Jetzt war aber die Frau Anni eine Vertriebene, also ist ist ursprünglich in Tschechien geboren gewesen und so, und wollte nach Hause. Je mehr der Sohn sie in seine Realität geholt hat, desto mehr hat sie Abstand gewonnen, und vor allem, sie hat irgendwann gesagt, das ist nicht der Helmut. Ja? Jetzt hören Sie sicher ganz oft, ja, irgendwann wird man nicht mehr erkannt und so weiter, das kann schon auch eine Folge der Desorientierung sein, aber speziell in diesem Beispiel war es einfach, sie hat es nicht mehr ausgehalten, dass ihr Sohn ihr ständig sagt, sie ist hier zu Hause. So, was ist passiert? Er hat probiert, mit ihr runterzugehen, hat das Straßenschild ihr gezeigt, also man nennt das jetzt einfach klassische Form der Realitätsorientierung, ja, also hat ihr gezeigt, Mama, schau, da wohnst du, das ist die Barichgasse 10, und dann sind sie raufgegangen und hat gesagt, siehst du, jetzt da bist du doch zu Hause. Und die Frau Anni hat gesagt, ja, ja, genau, aha, ja, genau. Und dann hat sie gesagt, gell, aber morgen bringst du mich schon heim. Ja? Und dann kam das Ganze wieder. Und als ich ins Spiel gekommen bin, war so die erste Waage, und so fängt man jetzt einmal mit Validation an. Das heißt, man fängt an, sich zu interessieren, was meint denn die Person vielleicht überhaupt mit zu Hause? Worum geht es denn da? Und man stellt andere Fragen als in der Realitätsorientierung, beziehungsweise in der Realitätsorientierung sagt man von vornherein das, was Sache ist. Ja, das geht nicht, oder du bist da und so weiter. Ja. In der Validation, also wenn man diese Welt für gültig erklärt, aha, die hat da jetzt einen Grund, dass sie da irgendwo nach Hause möchte, beginnt man einmal zu fragen, aha, ich wiederhole das einmal, indem ich auf die gleiche Gefühlslage eingehe und fange einmal an zu fragen, aha, Sie wollen jetzt da nach Hause, Frau Anni, was ist denn dort? Ja, und das so authentisch und echt wie möglich zu machen, heißt, ich muss mich in diese Welt einfühlen können. Ja, deshalb auch wesentlich dieses Zentrieren. Und wenn dann die Frau Anni hat immer gesagt, naja, dort sind ja meine Eltern. Ja, jetzt, und dann geht das so weiter, nicht? Weil natürlich mit dieser Frage kommt womöglich auch eine Antwort, die ich nicht mehr weiß zu beantworten. Also deshalb muss man das auch ganz gut lernen. Ja? Aber der Faden der Kommunikation mit der Person ist immer von der Person vorgegeben. Und wenn wir uns an das halten können, dann können wir das relativ gut lernen. Und wenn sie dann, man kann wieder wiederholen und einfach sagen, ah, die Eltern sind da zu Hause, was brauchen die Eltern? Und dann hat sie mir gesagt, na, die machen sich ja Sorgen. Ja? Also wenn ich jetzt da bin. Und dann habe ich sie gefragt, was ist denn das da, wo sie da sind? Und es ist wesentlich, dass wir mal rausfinden, wie erlebt sich denn die Person selber in ihrer Welt? In welcher Welt befindet sie sich gerade?
Da gibt es auch einen Film eben auf meiner Homepage, wo man das sehr schön sieht, wo ich die Frau Anni frage, wo sind Sie denn da gerade? Und sie sagt dann, naja, das ist ein kleines Spital. Und dann sagt sie noch drauf, ich sag's halt so. Verstehen Sie, und alleine diese Aussage, ich sag's halt so, zeigt uns auch, dass sie auf einer ganz anderen Bewusstseinsebene die Wahrheit wahrscheinlich kennt, aber das gerade nicht annehmen kann. Da war gerade eine 24-Stunden-Hilfe, die wir gerade da also mit einbezogen haben, und sie hat einfach, ja, und dann habe ich gesagt, und wie ist es, wie geht es Ihnen hier, fühlen Sie sich wohl hier? Sie sagt, es ist ein kleines Spital. Und meine nächste Frage war, und fühlen Sie sich wohl hier? Das heißt, man anerkennt die Welt dieser Person. Und sie sagt, ja, ich fühle mich richtig wohl. Es ist immer wer da, Tag und Nacht. Und damit ist das eigentlich, also zumindest für diese Situation, in Wirklichkeit so, dass die Frau Anni da total fröhlich antwortet, und das war es auch schon, weil man kann nur mehr nur drauf sagen, fein, dass Sie sich hier wohlfühlen. Und ich brauche Sie nicht in meine Realität bringen. Wenn Sie weg wollen und Sie werden von jemandem gehalten, dass das sicher nicht gut gehen würde. Bei uns allen nicht. Das geht nicht, ne? Ich sage das auch. So, und wenn ich das jetzt ummünze und Ihnen erkläre, dass die Menschen, die so empfinden, dass sie heim müssen zur Mama, dass sie nach Hause wollen, die Kinder versorgen, dass das genau so eine Situation ist, dass für sie in dem Moment diese Situation stimmt. Es ist so, die müssen dann weg. Wir wissen oft nicht, wohin und was. Deshalb haben wir ein bisschen diese Fragen. Aber wesentlich ist, dass ich mich auch in Bewegung setze und sage, boah, du, okay, du bist jetzt weg, kann ich was tun für die oder mal wirklich ein Stückchen mitgehen. Unsere größte Erfahrung ist, dass wenn wir eine Runde mit den Leuten oft gehen, ja, und tatsächlich ein paar dieser validierenden Fragen, also dieser gültigen Fragen, wirklich einmal zu schauen, wo steht denn die Person gerade, was braucht denn der Papa oder was ist denn gerade mit der Mama oder so, ne? Und häufig, wenn es um Partner geht oder um Eltern, ist es oft auch ein Vermissen. Und ich kann dann nochmal die Frage stellen, fördert das so? Und dann ist oft so, dass die Leute zu weinen anfangen, dann kann ich sie umarmen und berühren. Ab dem Moment geht das dann auch. Und meistens ist es so, dass das schon genügt. Ja? Und dass wir dann sagen, komm, was brauchst du, ich gehe jetzt mit dir. Ja, gehen wir eine Runde. Und wir kommen wieder zur Tür, noch vielleicht einer kleinen Runde. Und die Leute gehen oft ganz gerne wieder mit. Und wisst ihr warum? Weil sie uns dann vertrauen. Es hat so viel damit zu tun, welche Vertrauensebene können wir schaffen, um ein gutes Miteinander zu gewinnen. Und es geht nicht immer, das ist gar keine Frage, das ist kein Rezept, das immer funktioniert. Aber wenn man versteht, was in der Person vorgeht, dann werde ich die erste Handlung, also das erste, mein erster Impuls wird sein, oh, okay, ich möchte sie begleiten. Dort, wo die Person gerade ist und nicht, ich verzweifle dann nicht so leicht, dass ich sage, okay, jetzt muss ich es halten, ich muss sie zurückhalten. Und das ist das Wesentliche. Eskalation passiert ganz häufig durch diese allerersten Reaktionen von uns. Für mich ist, oder für uns ist es auch noch schwer, das richtige Maß zu finden. Ja. Insofern, als dass zum Beispiel meine Mutter eine Turnstunde besucht. Das geht dreimal gut und beim vierten Mal sagt sie, da gehe ich nicht mehr hinein. Ja. Sagt man dann, du pass auf, du gehst jetzt, weil jetzt sind wir da und jetzt stehen wir auf, du gehst, okay. Du musst und man gibt sie ab, es geht dann wahrscheinlich ja eh gut, oder geht man auf ihre Wünsche ein und sagt, okay, du machst heute nicht, wir fahren wieder nach Hause. Ich würde mal fragen, ohne die Warum-Frage, ja, die Warum-Frage ist so eine No-Go-Frage in der Validation, weil Menschen das oft nicht mehr beantworten können oder sich sehr bloßgestellt fühlen, aber ich würde einfach einmal nachfragen, nicht, was ist dort in der Turnstunde, dass sie dort nicht mehr hingehen möchte. Dann ist für mich auch die Frage, wie geht man dort um mit ihr oder auch mit dem, dass sie sich vielleicht dauern manche Übungen zu lange, vielleicht, also ich würde das schon mal ein bisschen erforschen, was da der Grund ist, ja, das ist mal das eine. Das sind lauter Alte. Ja, du weißt ja. Das ist übrigens auch oft eine Aussage, wenn Menschen das halt nicht annehmen wollen, ja, oder sich selber einfach gar nicht so fühlen. Weil wenn ich heute sage, ich gehe nach Hause zu meinen Eltern zum Beispiel, dann kann ich nicht so alt sein. Ja? Verstehen Sie, einfach rein von der Wahrnehmung her auch, ja, ist ja dann oft, dass die Leute sich in einer ganz anderen Zeit tatsächlich befinden. Aber diese Aussage von, da sind ja lauter Alte, hat auch oft damit zu tun,
vielleicht kann sie nicht mehr alles so gut und sie merkt es und kann es sich nicht eingestehen, ja, und möchte sich halt auch vielleicht nicht bloßstellen oder so. Es hat ganz viel mit Würde zu tun. Dadurch, dass sie sagen, Wim-Bach ist richtig und ist zu viel oder zu wenig, die Möglichkeit ist wirklich, sich zu sagen, die Situation, die jetzt ist, bietet mir Chancen, auf etwas draufzukommen. Ja? Es nutzt nichts, wenn ich sie mit gestern vergleiche. Da hat das so funktioniert. Es ist immer wieder neu. Also, ja. Ja? Das ist also, glaube ich, ganz wichtig, dass sie sich das gestatten, alles zu vergessen, was sie jemals mit ihr gemacht haben, und sie völlig versuchen, mit neuen Augen, nämlich mit denen, die sie jetzt im Moment sind, ja? Weil sie sind auch neu. Jede Sekunde. Ja. Es ist ganz wichtig zu schauen, dass wenig oder so wenig wie möglich Druck entsteht bei den Leuten, weil sie dann freier sind, ganz einfach. Und was man auch probieren kann, ist, dass man sagt, dass man auf das eingeht und sagt, du, ja, dann bist du jetzt einmal eine Zeit lang nicht. Und dann probieren wir, schauen wir einfach, ob es dir vielleicht in 2 Wochen wieder Spaß macht. Also, und das ist so eine Gummibandsituation. Man kann nie sagen, was passt und was passt nicht, aber ich würde es immer wieder mal probieren, weil wenn ich weiß, das hat der Person Spaß gemacht, dann gibt es vielleicht einen Grund, wo gerade jetzt was nicht passt. Aufgeben würde ich es nicht. Ja? Aber die Frage ist immer, mit wie viel, also zu viel Druck erzeugt immer Widerstand. Sobald Besuch kommen ist, auch die Tochter mit Gatten und den Enkelkindern, und wir in der Küche gesessen sind, eben bei Kaffee und so, ist er dann ins Wohnzimmer gegangen. Er will die Ruhe. Ja, es ist zu viel. Ja, es wäre fantastisch, wenn man so einen Besuch aufteilen könnte. Verstehen Sie? Wenn da wer, das wollte ich aber Ihnen sagen, wenn da 3 Leute auf einmal kommen, das war zum Beispiel meine Oma, hat immer gesagt, das will sie nicht. Das hat sie aber zu mir gesagt, ja. Wenn die alle da waren, dann hat sie gesagt, sie liebt es, wenn alle kommen. Und mein Vater hat zu mir dann immer gesagt, Petra, wenn ich da komme und mein Halbbruder dazu und seine zweite Frau oder so, dann war das ganz einfach so, dass die Oma sich eigentlich zurückgezogen hat und aus dem Gespräch gezogen hat. Und erst wie wir das aufgeteilt haben, der eine kommt dann, der andere kommt dort, dann war das wieder leichter möglich, weil die Konzentrationsfähigkeit natürlich auch gar nicht so vorhanden ist. Manchmal ist es auch Stille, ja, die man miteinander aushalten muss und oder muss auch lernt, die Qualität der Stille zu erkennen. Wir haben oft so den Drang, wir sollten jetzt was sagen oder ich muss ja was tun und was soll man denn tun und der andere will nicht und so weiter. Und manches Mal ist es aber einfach auch viel besser, dass gar nicht, ja, nichts. Ja? Und das Schöne ist oder die Erfahrung zeigt, dass wenn wir es mal aushalten, 1 Minute nichts zu sagen, und 1 Minute ist dann sehr lange oder kann sehr lange sein, bei Ihnen nicht, ja, das habe ich schon gesagt, ja, dass es oft so ist, entweder erleben wir einfach das, was an Stille da ist als Qualität, oder es ist sogar so, dass der andere einfach mehr Zeit und Raum findet, dass er überhaupt selber von sich auch was sagt. Und Menschen, also die älter sind, vergesslich sind oder so, die brauchen einfach manchmal länger, ja, bis es zu einer Antwort kommt oder bis es überhaupt zu einer Aussage kommt, als wir manchmal aushalten, ja, in der Stille zu sein zum Beispiel. Ja, das ist ganz ein wesentlicher Punkt. Wir sind in vielen Dingen zu schnell. Also ganz, ganz allgemein für ältere Menschen. Wir bewegen uns zu schnell, wir reden oft zu schnell, wir sagen oft 3 Sätze, obwohl die Person den ersten noch gar nicht, obwohl der erste Satz noch gar nicht angekommen ist. Ne? Muss ich immer reden oder muss da immer was, muss da immer auch was passieren? Ist, manchmal ist man da nicht auch froh, wenn's dann in, wenn man sich in Stille verstehen kann. Sie beide nicken da, Sie kennen das wahrscheinlich schon aus Ihrer Situation, und ich denke mir, wir haben oft den Anspruch, auch so diese alles übernehmen zu wollen. Ja? Oder halt für die Leute jetzt, wir vergessen auch manchmal, da war für mich das Stichwort Kinder, das sind erwachsene Personen. Und das ist ganz, ganz wichtig und wesentlich, egal wie wesensverändert diese Menschen sind, und das mag schon sein, dass es manchmal motorisch oder wie auch immer,
der Situation eines Kindes ähnelt, aber die Menschen bleiben bis zum hohen Alter einfach erwachsene Personen, haben viel geleistet in ihrem Leben und oftmals ist es so, dass sie diese Verluste, die halt jetzt mit, also gerade so, Sie beschreiben das auch sehr gut beim Vater irgendwie, dass das halt einfach auch nicht angenommen werden kann, dass ich damit auch nicht klarkomme, dass das jetzt passiert. Und dann kann man sich das halt auch nicht eingestehen und ich denke mir, diese Situation ist für Menschen erst dann tragbar, wenn sie uns vertrauen können. Können Sie das irgendwie sagen, Frau Karin, wie das sich anfühlt oder wenn da zu viel auf einmal ist? Ja, eigentlich ist es so, dass ich brauche das eigentlich gerade, das kurze Reden. Ja, genau. Und man verliert ja die Kontakte. Richtig, außer man verliert die Freunde, es kommt dann niemand mehr besuchen. Es ist auch so richtig, dass man eben hinausgeht, also damit man auch, wie soll ich sagen, andere sensibilisiert. Weil das, was Sie jetzt hier tun und was wir jetzt miteinander tun, dass wir etwas besprechen, was uns in irgendeiner Form bewegt, ja, wie soll die Gesellschaft jemals kapieren, was sie bewegt und was sie auch bewegen, indem sie jemanden so versorgen, wie sie das eben tun? Ja? Also wie soll da jemals ein Verständnis kommen? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also ich kann immer wieder nur empfehlen, öffnen Sie sich auch anderen gegenüber, tauschen Sie sich aus. Also es ist so wichtig, dass man auch jemanden hat, wo man das einmal wieder rauslassen kann. Wo man, und wurscht, die eigenen Kinder, die Enkelkinder oder was auch immer, oder sind es Nachbarn eben, dass man so offen wie möglich mit der Situation umgeht, weil man einfach von anderen auch wieder einiges zurückbekommt oder einmal ein Verständnis bekommt und weil der Anteil, wo man sich alleine fühlt, groß genug ist. Ja, also manchmal, ja. Petra, muss man aber auch einem anderen in der Familie zum Beispiel sagen, mach bitte jetzt das, setz dich mal eine halbe Stunde zum Papa, zur Mama und bleib dort sitzen. Probier das mal aus. Ja? Also das heißt, ich glaube, es ist auch wichtig, mein Bruder zum Beispiel, der konnte meiner Mutter nicht einmal vorlesen. Dem habe ich das einmal sagen müssen, bitte, du kannst doch sonst lesen. Mach das bitte. Und dann hat er es irgendwann gemacht. Er hat sich so unsicher gefühlt. Er hat nicht gewusst, was er tun soll. Weil so kannte er ja seine Mutter nicht, wie sie jetzt ist. Ja? Also das heißt, wir haben hier so vielschichtige Fragen, die sich da ergeben. Und auch das, denken Sie dran, es müssen manche Menschen hingeführt werden. Ja? Es ist sehr wichtig und es sträubt sich zunächst erstmal der Betroffene ganz gewaltig, dass man seinen unmittelbaren Nachbarschaftsbereich, alle Freunde, alle Bekannten, alle Reisegefährten von der Situation in Kenntnis setzt. Ja. In dem Moment ist sie ja schon bestens aufgehoben. Das ist mir egal. Ja, das war am Anfang, war dir das nicht egal. Ja, das ist richtig. Da war sie nämlich, das darf keiner wissen, um Gottes Willen, es geht doch keinem was an und so weiter. Sie ist inzwischen so, dass sie das akzeptiert und begriffen hat, dass das sehr wichtig ist. Ja, das ist auch. Ja, also da wollte ich nur ganz kurz machen. Wunderbar, danke. Sie sprechen uns ja aus der Seele, weil je offener einfach wir damit umgehen, desto mehr Möglichkeiten haben wir auch für Verständnis und für Unterstützung. Und die meisten Leute sind selber sehr befangen und wissen auch nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und wenn wir das einfach zeigen, dann hat man viel mehr Möglichkeiten auch miteinander. Ich finde das total schön, dieser Lebensabschluss, das Aufarbeiten von Defiziten, die vielleicht im Laufe des Lebens entstanden sind. Ich finde es aber auch ganz wichtig, dass man eben diesen Schritt zurück macht und sagt, die Würde des Betroffenen, das ist aber nicht meine Würde oder nicht mein Leben oder nicht meine Geschichte, das ist die Geschichte von der Person und ich muss mich auf diese Person einlassen. Und das nehme ich heute noch einmal ganz besonders mit, auch diese Wertung. Ich bewerte das nicht, auch nicht mein Regelwerk, sondern es ist das Regelwerk meiner Mama und ihr Wohlbefinden und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Mhm.